Guten Morgen, Sepp. Sie haben das gestern gesehen und dann war bei Ihnen Schluss mit Lustig. Sie haben gesagt, jetzt kommt die Anzeige. Warum eigentlich, Sepp? Naja, also die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmer müssen sich alle an gewisse Richtlinien halten, Vorgaben halten, Abstandsregelung. Ich meine, wenn morgen sperren unsere Restaurants auf, morgen hat jeder Unternehmer, gastronomische Unternehmer, die Herausforderung, auch die Regeln einzuhalten. Er müsste de facto den Gast darauf aufmerksam machen, dass er einen Mundschutz tragen muss. Der wird ihm dann morgen sagen, spinnt, der Basti hat auch keine tragen. Also Verantwortung schaut hier ganz anders aus und wir bringen einfach auch aufgrund dessen, dass weder die Abstandsregelung noch die Gesichtsmasken noch sonst irgendwas eingehalten worden ist, gegen Wallner und Kurz auch eine Anzeige ein. Und das machen wir bei der BH in Bregenz. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Sepp, was können die zwei dafür, wenn die kleinen Walsertaler unten unter den Stufen den Abstand nicht abhalten? Wir hören ja, wie der Kanzler immer sagt, bitte Abstand halten. Und sogar der Bürgermeister sagt, bitte halten Sie Abstand. Nur die halten halt keinen Abstand, weil es kein Coronavirus gibt im kleinen Walsertal. Ist das nicht ein bisschen spaßbefreit, wenn ihr jetzt gegen die armen kleinen Walsertaler da eine Anzeige einbringt? Ja, wer war der Veranstalter? War es die ÖVP, dessen Innenminister Karl Nehammer jeden rigoros in Wien straft? Ich glaube, ich fühle mich da schon ein bisschen auch irgendwie gefrotzelt als Bürger, wenn ich sehe oder als Kulturschaffender, dass die auf 20 Quadratmeter einen einsitzen dürfen und dann passiert sowas. Es ist ja nicht per Zufall alles passiert. Der Herr Bundeskanzler ist ja nicht per Zufall einfach in kleinen Walsertal auf die Toilette gegangen, weil er gerade vorbeigefahren ist, sondern das war sehr wohl organisiert. Man kann schon darüber nachdenken, wie man das macht, aber dann müssen auch die darüber nachdenken, die uns die Vorgaben machen, wie sie ihre Veranstaltung richtig organisieren. Also der Sepp Schellhorn zeigt den Vorarlberger Landeshauptmann Wallner und den Bundeskanzler Kurz an, weil die armen kleinen Walsertaler keinen Abstand halten haben, richtig? Weil diese Veranstaltung, es geht jetzt nicht um die armen kleinen Walsertaler, es geht auch um die Ausrichtung dieser Veranstaltung. Ich freue mich für die kleinen Walsertaler, wenn endlich noch, glaube ich, 70 Jahre ein Bundeskanzler mal ins kleine Walsertal gekommen ist. Aber dennoch, in Anbetracht der Vorgaben, in Anbetracht der Situation, was wir unter Covid alle in Österreich tun müssen, und der Bundesminister Anschober hat gesagt, die Verordnungen gelten bundesweit. Ich gehe davon aus, dass diese Verordnung im kleinen Walsertal genauso gilt wie in Wien. Und in Wien wird einer gestraft, nur weil er nicht unter einem gemeinsamen Haushalt neben der Parkbank, also auf einer anderen Parkbank sitzt. Wo sind wir? Gut, danke Sepp. Wir wissen, du sprichst immer wieder den Gastwirten aus der Seele. Nicht nur den Gastwirten, das heißt, jeden Unternehmer. Jeden Unternehmer. Gut, Sepp Schellhorn, danke vielmals.